So, und natürlich geht es direkt weiter. Das ist halt so ein Spiel, da nimmst du nicht nur eine Folge auf und fertig. Von daher... Oh, Giftfliege. Ja gut, die Giftfliegen, die gehen eigentlich. Darf halt nur nicht... Muss halt nur einen Blick behalten, wie das mit den Seelen ist. Wenn ich nämlich 99 Seelen gesammelt habe, möchte ich die schon gerne umwandeln. Liegt nämlich einfach daran, dass ich keine Lust habe, Seelen zu sammeln, die in meinen Seelenbeutel nicht gehen. Von daher... Jo, doof gelaufen. Ich probiere es nochmal. So. Jetzt mal feststellen, dass ich mich nicht zurücklehnen kann. Ne? Das ein bisschen höher und dann haben wir das schon. So. Wie gesagt, es ist wie... Es ist wirklich wie... Dingsbums. Wie bei Pokémon, wenn du in der Höhle bist. Alle zwei Meter so ein Kack-Zubat, ey. Wer kennt's? Für die ganz alten Pokémon, Rot-Blau, gegebenenfalls auch Gelb. Mondberg. Überall so ein beschissenes Zubat. Ach, schön. Aber warum haben sie immer auf die Elaine abgesehen? Liegt es an den Haaren vielleicht, dass die irgendwie einen angreifen lassen? Gegenstand, Schmerz. Ja, ich habe erst genug Schmerzmittel. Die Elaine müssen wir nicht krank lassen. Das hat das Mädchen nicht verdient. Könnte natürlich noch ein... Schaut mal, hier ist so ein komisches Gerät. So eine Art Gerät kenne ich. In meinem Magiezimmer gibt es auch so welche. Hier ist ein Schlitz, sieht aus, als könnte da eine Münze reinpassen. Münze reinwerfen? Ja. Gibt zwei Sachen. Wir finden ja überall antike Münzen. Die können wir entweder bei einem Opa in der Stadt abgeben und kriegen ein bisschen Kohle dafür, oder wir können die Münzen hier reinwerfen. Dann passiert Folgendes. 500 Erfahrung bekommen. Die sagen immer das Gleiche. Hier ist ein Schlitz, sieht aus, könnten Münze reinwerfen. Jo. Das ist halt so die Sache. Wir kriegen entweder, wir können die Münzen entweder in 10 Fila oder 20 Fila umwandeln, wenn wieder Opa so uns gibt, oder wir legen die hier rein. Dann kriegen wir... Nenne ich den Part Münzenabgabe, bin mir aber nicht ganz sicher. Hab's mir mal notiert in meinem Heft, in meinem Notiz. Dingsbums. Die Dinger, wenn die fertig sind, müsste man die eigentlich als Giveaway abwenden. Aber wer will denn so einen Müll haben? Hat man dann irgendwie eine Let's Playliste mit einem. Hier mit einem Logo drauf, ja? Und da sind halt Parts drin. Hier Nummer und. Dingsbums, handgeschrieben vom Graf. Yay! Super! Ist den Aufwand nicht wert, das Ding zu verschicken. Habe ich übrigens mit allen Projekten. So ein Notizzettel, dass ich einfach den Überblick verliere, nicht verliere. Die hängen alle, habe ich mit zwei Nägeln in die Wand gehauen und mit solchen, hier kleinen Dingern einfach dran geheftet und drauf gemacht, sodass ich weiß, was habe ich jetzt aufgenommen mit einem Häkchen dran, was schon hochgeladen ist, was noch auf meiner Festplatte rumgammelt, so dass ich nicht immer auf meiner Festplatte rumgucken muss, was wie abgeht, sondern einfach mal schnell sagen kann, okay, heute bin ich in Upload-Stimmung, mache einen Laptop an, ziehe es dann vom Laptop aus irgendwie, kann ja auch passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt ein bisschen länger unterwegs, habe aber Zugriff zum Internet, dann nehme ich mal ganz gerne meine Übertragungsplatte hier, das kleine Ding, Terabyte, vollgeladen. Schnell mal vollgemacht mit ein paar Parts. Ein Geist. Ah, endlich. Bin mal jetzt keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, nicht meine Kräfte. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Geil. Schön. Hat sich doch gelohnt. Dauer der Fledermausverwandlung gestiegen. Ist cool. Es war eine kleine Höhle. Überschaubar, aber schön. Links gab's, also hier...
rechts gab es diesen Geist, der uns die Fledermaus-Verwandlung um 10 Sekunden, das ist immer so 10 Sekunden, gesteigert hat. Weiter oben gab es diesen Automaten, wo wir die alten Münzen in 500 Erfahrung sammeln können. Und links gab es halt einen Speicherstein und so. Müsste ich eigentlich irgendwo aufschreiben, das wäre eigentlich was richtig Perfektes für Dingsbums, für die Zusammenfassung, für die Videobeschreibung, dass man weiß, auf was auf einen wartet. VD32 Höhle Geist. Und Truhe, alles klar. So, dass ich es auch nicht vergesse, das ist nämlich so Impuls. Bei mir ist es halt so, warum ich mir viele Notizen mache, das hat schon einen Grund, weil ich bin eher so ein impulsiver Mensch. Impulsiv im Sinne von, ich habe die Idee, die finde ich gut. Vielleicht sind die auch genial, manchmal, so, oder nett. Aber wenn ich dann zum Beispiel sagen würde, okay, ich warte jetzt bis nach der Aufnahme damit und mache halt ein, zwei Aufnahmen, habe ich diese Idee schon wieder vergessen. Deswegen schreibe ich mir die immer hier so in diesen kleinen Büchern direkt auf, damit ich die nicht vergesse. Deswegen habe ich auch überall so ganz viele Notizen. Ja, die Insel war eine kleine Insel, hat sich aber gelohnt. Doch, das muss man so sagen, hat sich gelohnt, doch, kann man nicht anders sagen. So, wie lange haben wir denn jetzt? Wir müssen jetzt 1:10. Geil. Bevor ich auf den Eiskontinent gehe, gucke ich alle Inseln nochmal an. Hier haben wir geguckt, ne? Genau, hier gibt's nichts mehr. So, die Eisinseln. Nee, die Eisinsel mache ich ein andermal. Ich gucke mir jetzt diese ganz kleinen Inseln an. Unten in der, bei der Wüste zum Beispiel, werde nochmal eine Idee. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube nicht. What? Geil! Speicherstein, okay. Kettenhaube. Wüstendämon. Ja, das bringt halt alles nichts. Weißt du was? Die Elaine können sich mal voll saugen. Wir werden bestimmt noch ein paar Dämonen. 20 ist ja fast gar nichts. Aber gut, in der Wüste ist natürlich nicht so viel mit Flüssigkeiten. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie viele normale Seelen ich habe. Weil so langsam müsste ich eigentlich an den Endbestand kommen. Ja. 9 kann ich noch sammeln. So, die Elaine. Okay, der Walner mal den Riesen. Der Asker einfach mal die Hexe angegriffen. Und die Elaine fängt bei der Hexe an zu saugen. Ist nicht viel, ne? 30, das ist in Ordnung. 50 für den Walner. Echse nochmal. Die müsste die Elaine eigentlich auch. Ne, die Elaine kann ja 505 vertragen. Stimmt. Hat doch mehr Blut verloren als gedacht. Aber dafür ist die Dame jetzt voll. Super. Also, Blutvorrat der Dame ist voll. Nicht voll im Sinne von blau. Jo, Aska und Walner. Okay. Normale Seelen 93. Okay. Feuerringe halten. Super. Weißt du was? Die Jungs können jetzt mal anfangen zu nuckeln. Und die Elaine, die kratzt mal. Die haut mal kräftig auf die Omme. Jo, schwarzer Tod. Nicht betroffen. Glück gehabt. Mit ganz viel Pech ist man direkt tot.
Das ist nicht so geil. So. Ja, Aska ist voll. Ja, das war's. Klein, aber oho. Also, noch nicht mal. Aber ist okay. Nettes Gimmick. Wie viele Minuten haben wir dann? 10. In diese Oase möchte ich jetzt noch nicht. Dann will ich diese Wüste nochmal abklappern, in der Hoffnung, hier was zu finden. Aber hier ist nichts. So. Müsste eigentlich jetzt langsam... Ja, war ganz cool. Doch, wir haben keinen verschwendeten Angriff gemacht. Wallner erreicht Level 43. Super. Bam, 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 bam. Jetzt müsste ich eigentlich 98 haben, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, eine normale... Aber hier gibt's nichts. Gut, dann ist das einfach nur ein Dingsbums. Blut saugen und der Rest einfach drauf. Und dann sollte der Käse gegessen sein. Ja, 475. Von 460 auf 475, wenn wir 30 getrunken haben, ist der Blutvorrat voll. So. Geben aber gut. XP-mäßig geht's hier rund. Ich werde trotzdem nochmal eine Zuflucht machen. Will ich das zur Attributsteigerung nutzen oder will ich meine... Seelensteine verbessern. Normaler Seelenstein brauche ich. Ich brauche gar nicht so viele. Gut. Was willst du machen? Seelensteine umwandeln. Normale Seelensteine in große Seelensteine. 10 Stück. Das ist dann auch soweit okay. Dann habe ich hier 99 von denen mal wieder. Das ist super. Jetzt brauche ich noch 40 normale Seelen. Seelensteine herstellen, normale Seele. Ich will nicht alle machen, weil ich nur 40 brauche. Wenn ich jetzt 50 oder 60 brauchen würde, würde ich sagen, komm, drauf geschissen auf die Dinger. Aber so muss ich da einfach ein bisschen variieren. Kann ich nämlich die noch übrigen normalen Seelen benutzen, um Wallner ein bisschen zu steigern. Vielleicht lege ich das auch auf Mentalität drauf, dass ich den Magiergürtel irgendwann ablegen kann. So, normale Seele, normaler Seelenstein, 84. Seelensteine herstellen, normale Seele, 10 Stück. Ich werde jetzt nicht 5-mal eine Seele umwandeln. Da mache ich jetzt einfach mal einen 10er, dann ist der Käse gegessen. Seelensteine herstellen, normale Seele, 10 Stück. Super. Erfahrungslevel 55. Normale Seelen, Wallner, Abwehr. Nee, ich mach Stärke. Ja, warum nicht? Damage ist immer gut. So, 29, okay. Genau, 30 schwache, 20 normale und 10 starke. Für ein Attribut. Gut, wunderbar. So, das bedeutet, 9 Stück müsste ich noch haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Super, 99 minus 8 minus 1 gleich. Super. Im Taschenrechner gebe ich immer ein, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wie in dem Fall, 9 Seelen habe, mache ich immer 99 minus 8 minus 1, sodass ich nur noch den Gleich-Button drücken muss, damit automatisch dann diese Funktion minus 1 losgeht. Dann kann ich nämlich einfach dreimal einfach und nicht immer minus 3, minus das, einfach den Gleich-Button gedrückt, um diese Funktion weiter aufzurufen. Hat jeder Taschenrechner? Also wenn ihr sagt, ich will 100 und nach jedem Kampf kriege ich plus 1, oder eins weniger,
dann einfach, keine Ahnung, 101 minus 1, dann greift ihr auf 100 und dann wenn ihr dann weiterhin diese Gleichtaste drückt, dann rechnet er automatisch Endwert minus 1. Oha. Antikrankheitsserum. Ich werde hier mal speichern. Macht wird einem nicht gegeben, man muss sie sich nehmen. Alles klar. Großer Adler und Giftwurm. Mal gucken, ob der große Adler ein bisschen Blut hat. Wenn er überlebt. Ja, 10. Das ist so luschig. Oh, magische Krankheit, ey. Ganz toll. Normale Seele. 2 Stück. Das mit dem Krankheit ist nervig, weil man dadurch auch Blut verliert. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen abfuckt. Hier einfach drauf geschissen. Da frage ich nicht lang nach. So, 108. Der ist auch hinüber. Ich glaube, wir haben auch 100 Damage. Was? Angriff. Blutsaugen. Angriff. Oh! Walner ist aktuell schneller als Ren. Das ist... kann passieren, ist aber selten. Gut, liegt daran, dass Walner schon Level 42 ist. Und Elaine, glaube ich, noch 41. Müsste sich aber auch bald normalisieren. Nee, die sind schon gleiches Level. Okay, Mach das mit Blutfiliolen? Eigentlich muss das nicht sein. Heiltrank. In der Regel ist es halt so, dass, so wie mein Spielstil ist, ist es halt in der Regel so, zuerst greift die Elaine an, dann der Walner und zum Schluss der Asuka. Manchmal ist es auch ein bisschen umgekehrt, dass der Walner vor der Elaine angreift, je nachdem. Aber in der Regel ist es halt so, weil ich den Asuka so ein bisschen vernachlässige. Oh, eine rote Truhe. Eine Blutrune. Es gibt ja diese Bluttränke, die einem Blutnektar, der einem den maximalen Blutwert auf 1 ersteckt. Aber die Runen sind nochmal geiler. Die machen nämlich gleich 5 Permanentpunkte. Die sind richtig gut. Muss ich gucken, dass ich auch in die Mitte komme. Aber ich glaube, das kann Probleme geben. Ich weiß es nicht. Es gab irgendwo, woher ich das weiß, das ist mir im Kopf geblieben. Weil es gab irgendwo eine Kiste, die machst du auf und dann kommt ein ultra starker Gegner raus. Deswegen speichere ich mal zur Not ab, um zu gucken, weil da kann man ja dann nochmal nachladen und wenn das passiert, kann man sich ja dann nochmal einen Dämon beschwören. Dann sehen wir den auch mal. Der Dämon ist ultra stark. Ne, alles klar. Gibt's nur einen Speicherstein. Immerhin. Klar, natürlich wäre es natürlich geil, wenn wir jetzt diesen Speicherkristall nicht hätten. Dann wäre es natürlich richtig geil. Dann ist so ein Speicherstein schon eine schöne Besonderheit. Haben schon lange kein Schiff mehr gesehen. Die Schiffe mag ich eigentlich. Die sind immer ganz lustig. So, was haben wir hier? Riesenfliege. Ja, die sind schwach. Die sind eher meh. So.
Blutöre Gegner bedeckt. Was haben wir denn hier? Zitrone. Zitroneneistee. Ja, ich mag Eistee. Ich liebe das einfach. Ist jetzt nicht so. Ich trinke das Zeug gerne. Von manchen Marken. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Gesündeste. Vor allem viel Zucker und Kalorien und so ein Kram. Aber dafür geht man ja laufen, joggen und ins Studio. Von daher. Die basilistische Echse ist eigentlich ganz gut. Weil die kaum oder keinen Schaden machen sollte. Und ich so, oh. Jetzt auf einmal. Alles klar. Safe ist safe. Dann macht es beim nächsten Mal andersrum. Was haben wir denn hier? Die Elaine ist voll. Aska und Walner. Aber hier gibt es auch nichts oder so, wo ich sagen würde, okay, passt. Sowas Riesenfliege. Erstmal den Aska, der braucht am wenigsten. Fertig. Gibt es auch nichts, wo ich sagen würde, okay, also so irgendwie was Verstecktes oder so, schade eigentlich. Aber gut, sowas gibt's auch, ne? Gerade bei so vielen Inseln muss ja nicht überall ein Geheimnis geben. Oder man muss es erst triggern. Man findet ja nichts auf zu. Findet ja manche Sachen auch nicht all. Bei Zufall, sondern manchmal. Manchmal muss man auch erst irgendwie. Todeswespe. Aha. Wie die Riesenfliegen, nur pink. Todeswespen. Ah, haben wir die auch mal gesehen. Normale Seele. Ich glaube, ich sollte mein Handy oder mein iPad als Rechner benutzen, weil der Rechner nach ein paar Minuten ausgeht. Der Taschenrechner. Waldschwein. Alles klar. So, die Jungs saugen mal Blut. Und die Elaine wehrt mal ab. Die juckt heute die Nase. Ich weiß noch nicht warum. Permanent. Ich habe heute hier so ein bisschen kurz oberhalb der Nase rasiert, aber irgendwie muss ich die ganze Zeit hier so ein bisschen kratzen. Immer so die Nasenspitze. Ich habe das meiner Mutter immer früher gesagt, aber ich habe es auf die Schnauze. Dann wollte sie mir immer mit der Faust auf die Nase hauen. Wenn dir die Nase juckt, hau ich dir mal drauf. Dann juckt sie nicht mehr. Hat sie mal gesagt. Cool, cool. Fischfrau. Gebraten. Oder frittiert. Stimmt, voll lecker. Also jetzt nicht Fischfrau, sondern generell. Ich mag ja Backfisch oder auch Fischstäbchen. Die halten doch mehr aus als gedacht. Aber wenigstens konnte ich beide Feinde aussaugen, um meinen Blutvorrat wieder zu erfrischen. Ja, sieht gut aus. Gut, nach oben komme ich wieder raus. Gibt's hier unten irgendwas? Ich will mal gucken, ob ich Nacht machen kann, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, wenn ich hier bei Tag alles erkunde, dass ich da vielleicht den ein oder anderen Geist suche. Gelber Stein! Geil! Keine Ahnung, was der gelbe Stein bringt. Lebensnektar. Yeah! Alles auf den Walner drauf. Fertigkeit. Schatten, Zeitverzerrung. Wir machen mal Nacht. Dann gehe ich hier nochmal raus. Oha, jetzt sind die Fischmänner sauer, weil wir ihre Fischfrauen angeknabbert haben. Das sind uns!
Trüffelfrau, ihr könnt da doch nicht einfach Blut saugen und sie anknabbern. Da haben wir nichts mehr zu naschen. Ihr Lümmel. Ihr legt euch mit den Falschen an. Tschüss. Ich hab gesagt tschüss. Super. Und jetzt hier nochmal alles in Ruhe angeguckt. Vielleicht läuft hier noch ein Geist rum, der mir noch ein bisschen Macht verleiht, aber scheinbar nicht. Oh. Hallo, werte Fischfrau. Lasst ihr mich an euren Hals heran? Nein, der ist so ungewaschen. Das macht nichts. Wir sind am Meer. Ein bisschen salzig, aber immerhin noch lecker. Nö. Gut, war nur ein cooler Strand. War schön. Aber jetzt nichts Besonderes. Gut. Wo sind wir dann? Unten links. Wir sind bei 25 Minuten. Weißt du was? Diese Insel machen wir beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, nochmal speichern. Für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie, was passiert. Und wir sehen uns dann. Blut wird fließen. Aus welchem Leib auch immer. Super. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.